Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Sakrament des Heiles empfangen, am Todestag Johannes des Täufers, an dem er für das ewige Leben geboren wurde. Gib, dass wir dein Heilswerk verehren, das dieses heilige Mahl bezeichnet, und uns über das große freuen, das es in uns wirkt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lieber Herr Bischof Schaul, wir sind Ihnen dankbar, dass du heute mit uns die Eucharistie gefeiert hast, mit uns und für die Ehre Gottes. So gestärkt mit dem Wort Gottes, aber auch mit dem Heiligen Mahl sind wir gut ausgestattet, um das Zeugnis des Glaubens vor der Welt abzulegen. Dazu brauchen wir nicht nur unseren eigenen Willen, sondern auch Gottes Segen. Und um diesen Segen bitten wir jetzt Sie. Danke. Ja, es ist mir eine Freude, dass ich Ende August hier bei euch sein kann. Gott, dem Vater danken durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Pünktlich war ich auch noch da. Ja, danke den jungen Ministern, das gefällt mir wirklich, danke, seid nicht so grauhaarig wie ich, danke den Brüdern im priesterlichen Dienst, danke euch, die gekommen seid, um Gottes Wort zu hören, euch inspirieren zu lassen, danke natürlich auch der Musiktruppe, allen, die hier mitwirken, der Mesner und was alles dazugehört, ja, schön hier zu sein, mit euch und bereit zu sein. Ja, es geht auch um Heilung. Heilung hat interessanterweise auch noch andere Dimensionen. Da gibt es im Jesaja 58 in der Fastenzeit so etwas, wie man richtig fastet. Da steht auch was von Heilung dann drinnen. Das geht so nebenbei, wenn man sich sorgt um die Brüder und Schwestern, gegen Ungerechtigkeit kämpft, ja, dann wird man plötzlich auch gesund, auch noch dazu. Also das ist ein wichtiger Punkt. Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, das ist ein Weg, der balanciert ist, ausgeglichen ist. Ja, jetzt habe ich auch noch eine Frage, denn wir haben ja auch eine persisch-afghanische Gemeinde. Wir brauchen einen Finanzier der Meere für 100 Rosenkränze. Also sowas bräuchte man, 150 Bibeln müssen wir selber organisieren, Musikinstrumente auch, aber 100 Rosenkränze werden gewünscht. 297 Euro kostet es bei der KGI, katholischen Glaubensinformation. Vielleicht finden wir Sponsoren auch hier. Ja, jetzt Grüße noch vom Herrn Kardinal, das darf ich ja immer sagen, er ist ein Hilfsarbeiter, Mitarbeiter und natürlich auch gute Tage mit Vater Michael und Sister Elsie, glaube ich, so heißt sie. Ja, genau. Und ja, den Zeugen, die wir auch hören aus dem Buddhismus, Hinduismus und aus dem Islam, die auch Jesus gefunden haben. Und das ist nicht so einfach, das hat Kosten. Auch Indien muss jetzt mehr Kosten bezahlen. Die Verfolgung nähert sich jetzt auch Indien. Ja? Also das ist eindeutig bemerkbar im Süden oder woanders. Ja, bitten wir also füreinander, dass wir einen guten Weg hier und dort machen. In der Kraft des Heiligen Geistes, der uns stärkt, ja, so glaubwürdig wie Johannes der Täufer unterwegs zu sein. Oder? Wollen wir das? Will ich das? Amen. Bitten wir jetzt den Herrn um seinen Beistand. Und natürlich dem Herrn Pfarrer, der immer eine offene Tür hat. Aber er kriegt ja auch ein schönes Ergebnis, gell? Junge Leute bei sich. Schön. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Herr, unser Gott, sende deine Gläubigen den Heiligen Geist. Sein Feuer läutere sie, damit sie dir mit Leib und Seele gefallen. Seine Kraft stärke sie, die Lockungen des Bösen zu überwinden. Und schenke ihnen Freude an deiner göttlichen Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.